Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Tomb Raider Anniversary. Und wir sind hier im Heiligtum des Pla, keine Ahnung, Gedöns. Sind in einen der Kammern und haben das letzte Mal schon diese kleinen obeliskenmäßigen Teile da geholt. Und ich guck mal, wohin mich das jetzt führt. Ich lerne die Gegend hier erstmal ein bisschen kennen. Das kennt ihr alles von mir. Wohin würde mich das denn bringen? Dieses Teil hat irgendwie keinen Nutzen, oder? Wow, das ist cool. Nein, aua, das war so nicht, das war uncool. Das war ganz doll uncool. Was ist das denn? Wow, das geht ja hoch. Teile gehen ja auch hoch. Was jetzt? Warum zeigt das da so komisch? Toll. Danke, Videosequenz. Jetzt geht das nicht mehr nach unten. Was? Ich verstehe das nicht. Hier gerade kompletten Bockmist, oder? Ich bleib einfach mal hier. Hätte das auf der anderen Seite auch passieren müssen? Oh, guck mal, da ist was ausgefahren. Ah ja, ich hab, das hat schon irgendwo gespeichert, ne? Oh nein. Ah, aua. Ist hier irgendwas drin, ne? Also sowohl Items als auch irgendwas Böses. Nein, bisher nicht. Okay, dann ist unser Ziel schon mal ganz klar. Wir müssen dieses Tor öffnen. Beweg dich! Mann, warum bewegst du dich nicht mehr? Das ist nicht nett. Ja, das ist es wirklich nicht. Dann gucke ich mich mal weiter um. Was? Ah, hab doch gar nichts. Hä? Ich wollte eigentlich nur nach oben. Und dann machst du nach hinten? Ich habe nicht drauf geachtet, wie du bist, Lara. Entschuldigung, tut mir leid. Okay, irgendwie. Warte mal. Oh, so weit habe ich das ja schon mal, aber dass das eine da irgendwie und vor allem, dass das andere... Wie soll ich denn hier an das Teil rankommen? Das verstehe ich nicht. Oh, da unten liegt ja doch was. Okay, ich weiß auch schon mal, ich habe noch mal an dem Hebel oben gezogen und weiß, die Obelisken-Dinger, die müssen ausgefahren sein, damit das glitzert und blitzert. Und das sorgt leider nicht dafür, dass ich im Endeffekt dann doch irgendwie... Nee, da kann ich mich auch nicht festhalten.
Es sorgt jedenfalls nicht dafür, dass das irgendwie dann aufgeladen ist, neu aufgeladen ist oder so. So, jetzt aber. Ich habe mich einfach töten lassen. Und habe das jetzt alles dadurch wieder auf Anfang gemacht. Aber das hat einfach. Ja, das war wahrscheinlich ein Bug. Irgendwie. Keine Ahnung. Das ist ärgerlich. Das ist richtig, richtig ärgerlich. Wenn solch ein Bug entsteht. Okay, dann kommt man so auch ganz easy peasy weiter. Also auch wieder zurück. Hier habe ich immer noch nicht die Idee, wie ich von hier aus zum anderen komme, obwohl. Muss ich gerade mal gucken. Ich glaube, das ist ein Haken, um zur Seite zu gehen, oder? Fragt sich nur, wie ich da rankomme. Nee, da komme ich nicht ran. Oh, Gott sei Dank ist da Wasser unter mir. Jetzt habe ich schon mal so weit ausgefahren. Das ist ja schon mal enorm, was wir da geschafft haben, ne? Es ist nur noch die Frage, komme ich irgendwie an das Teil ran, damit ich darüber springen kann, um im Endeffekt vielleicht mit dem Haken da ranzukommen. Weil es muss auf jeden Fall über den Haken gehen. Auf jeden Fall, anders geht's nicht. Okay, ich versuche einfach mal mein Glück. Ah, okay, ich komme easy peasy dran. Okay, ich hab's mal wieder zu kompliziert gedacht. So, und jetzt haben wir nur noch die Möglichkeit. Gut, das hätte ich sogar mit Einschwung schon direkt geschafft. So, kurz warten und dann den ganzen Weg nach oben und den Hebel umlegen. Und dann haben wir hier das geschafft. Dann werde ich wahrscheinlich, sobald ich das Teil in der Hand habe, was wahrscheinlich kurz darauf sein wird, dann auch den Schnitt setzen. Weil ich möchte das am liebsten hier alles erledigt haben und ganz dezent dieser Hinweis mit dem Hebel. Aber wirklich dezent. Wie komme ich denn jetzt? Ich möchte nicht unbedingt jetzt wieder ins Wasser oder so. Aber jetzt weiß ich schon mal, wie ich da dran komme. Ja, da ist das Teil und ich wette wirklich, dass ich da nicht alleine bin. Stimmt, die Uzi müssen wir auch noch irgendwo finden. Also Mini-MP, ne? Ne, obwohl, nehme ich die oder nehme ich lieber die andere? Ach, Schrotflinte nehme ich einfach mal. Gab schon lange keine mehr. Ich weiß so definitiv, dass wir eigentlich nicht alleine sein dürften, oder? Ja. Wow! Ja, schließ einfach hinter mir ab! Ach so, das ist so einer nur. Oh, das geht ja noch. Ja, das geht ja noch. Hier ist aber nichts wirklich mehr, oder? Musik, geh weg! Gut, dann haben wir das Erste. Das Tor geht natürlich wieder auf. Ich habe echt mit einem Reiter gerechnet, wie im ersten Teil auch. Und das Tor da unten geht auf. Was so Fug, wo bringt mich das denn hin? Jetzt ernsthaft. Hier ist ja sonst nichts weiter, ne? Okay. Ich bin gespannt. Bin sehr gespannt. Einfach mal runterfallen lassen. Ja, lass dich fallen. Trau dich, Lara. Dunkel. Alles extrem dunkel.
noch dunkel. Es wird heller. Menschenskinder, wo bin ich denn? Ach. Das ist quasi ein kürzerer Weg. Weil man einmal muss nochmal schießen, damit sie nachlädt. Ist ja praktisch. Gut. Dann haben wir das eine schon mal. Dann setze ich jetzt einen Schnitt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin dann. Tschüss, eure Tai. Ah, scheiße. Ja, schieß nicht, Lara, genau. Okay, wir sehen uns dann in der nächsten Folge.